Ich nehme jetzt auf, ne? Ja. Also. Hallo Leute, hier sind wir wieder. Es ist Halbzeit, 3 Sendungen sind schon vorbei, 3 kommen noch mit dieser. Was haben wir heute? Heute haben wir zuerst ein paar Eindrücke von gestern Abend, Donnerstagabend. Da war nämlich so ein Fußballtalk mit Rainer Kallmund. Dann haben wir noch eine Kritik zum Film Die Aria und ein Interview mit der Regisseurin von demselben Film, also so kompakt in einem Paket gleich. Und dann haben wir noch eine Kritik für euch zum Film Zeit der Kannibalen. Also, let's go! But first, let me take a selfie! Er ist eines der Gesichter des deutschen Fußballs, Rainer Kallmund. Am 8. Mai war er im Rahmen des Filmkunstfestes im Speicher zu Gast. Beim Skylight Talk blickt er gemeinsam mit Axel Kruse und Uwe Reinders auf eine turbulente Zeit zurück. Vor ausverkauftem Saal ließen sie die spannendsten Momente ihrer Karriere Revue passieren. Dabei hatte das Publikum die seltene Gelegenheit, Fragen an die Profis zu stellen. Auch Schwerins Oberbürgermeisterin Angelika Gramko ließ sich diesen Termin nicht entgehen. Sie durfte sogar 3 handsignierte Fußbälle mit nach Hause nehmen. Obwohl nicht gerade kinotypisch, war der Abend ein voller Erfolg. Zeit der Kannibalen von Johannes Naber ist ein Film von 2 Kapitalismus verbreitenden Unternehmensberatern. Die beiden Unternehmensberater sind nur profitinteressiert und reisen durch die ganze Welt, denn sie wollen Partner der Firma werden. Zu Beurteilungszwecken werden sie von einer Kollegin begleitet. Doch vor ihnen wird ein anderer Kollege Partner. Kurz darauf begeht dieser Selbstmord. Danach gibt es ein Problem mit der Firma und alle 3 hängen zu allem Übel auch noch im nigerianischen Bürgerkrieg fest. Geht es nur ums Geld? Die 3 Berater, erst dem Geld nachlaufend, bangen am Ende um ihr Leben. Die Geschichte, die hauptsächlich im Hotel erzählt wird, ist dezent mit Musik unterlegt und ist spannend anzusehen. Doch haben mich die etwas langen Schwarzübergänge irritiert. Das offene Ende setzt diesem Film einen passenden Schluss. Insgesamt finde ich den Film sehr gelungen und würde ihn auch euch empfehlen. Ciao! In ihrem Film Die Aria hinterfragt die Halbafrikanerin Mo Asumang die Akzeptanz von Ausländern in Deutschland und der Welt. Und sie versucht herauszufinden, was bedeutet es überhaupt, ein Arier zu sein. Dazu befragt sie Passanten, selbsternannte Experten und rechtsradikale Gruppen. Sie stößt auf eine interessante Spur. Die Arier kommen nämlich ursprünglich aus dem Iran. Also reist sie auch zu diesen und spricht mit ihnen. Der Film heißt ja Die Aria. Wie kam es eigentlich zu dem Namen? Dieses Wort, die Aria, also Aria, das läuft einem natürlich, wenn man Migrationshintergrund hat, des Öfteren mal über den Weg, ja, als Gegenentwurf quasi, so wie es zumindest Leute sehen, die so rechtsnationales Gedankengut haben. Und irgendwann habe ich mich gefragt, ja, wer sind denn eigentlich die Aria? Ne? Groß, blond und blauäugig, das ist ja das, was die meisten Leute denken. Und das ist das, was die Nazis damals halt so auch in den Raum gestellt haben. Steht ja auch so im Ahnenpass, ja, der auch im Volksmund Arier-Nachweis genannt wird. Und dann stelle ich fest, bei meiner Recherche, die Deutschen sind gar keine Arier. Und ja, das war also erstmal der Grund, warum ich losgezogen bin, um das eben, dieses Mysterium mal aufzudecken. Aber auch um herauszufinden, wie Rassismus funktioniert. Das gehört auch zu dem Film. Rassismus jetzt so als Massenphänomen? Genau, wie Rassismus funktioniert bei diesen Leuten. Also ich bin eben dorthin gegangen und habe mit Leuten gesprochen, die Neonazis sind, die amerikanische Rassisten sind oder der Ku Klux Klan in Amerika. In dem Film gibt es einige interessante Gedankenanstöße und teilweise echt absurde Meinungen. Ich denke, der Film wird den Leuten gefallen, die sich für dieses Thema interessieren. Den Film Zeit der Kannibalen könnt ihr übrigens auch am Samstag um 12.45 Uhr nochmal hier im Kapitol angucken. Und wenn ihr euch nochmal unsere anderen Folgen angucken wollt, dann könnt ihr das im Internet tun auf der Seite sophie-medien.de. Der Link müsste jetzt hier stehen.
Ja, morgen ist die Preisverleihung schon, die Abschlussveranstaltung quasi. Und heute gleich ist die Kurzfilmnacht und da wollen wir jetzt hin, weil die ist ziemlich geil. Ja, komm.